Moin Moin, Hocker Hader hier wieder von der Buchhandlung Almut Schmidt beziehungsweise von Leseschatz. Susan Greller erzählt in Pirasol die Geschichte einer 84-jährigen Frau, die zum ersten Mal in ihr Leben für sich selber einsteht, einen Befreiungsschlag vollzieht. Es ist eine berührende Familiengeschichte, die Tiefgang hat. Die Sprache ist so, dass man versinkt, weil es sind kurze Kapitel, kurze Abhandlungen, die springen und gleichzeitig die Geschichte immer komplexer wird. Und wie nebenbei wird die Handlung fast schon erzählt. Das hat mich bei diesem Buch begeistert, beziehungsweise hat mir Spaß gemacht. Es ist ein leichter, unterhaltsamer, tiefgängiger Roman. Erzählt wird die Geschichte von Gwendolyn, wie schon gesagt, 84 Jahre jung, die jetzt zurückblickt. Und es gibt mehrere Handlungsstränge, die erzählt werden. Sie lebt mit Ruth, einer nicht gerade jüngeren Frau in dieser Villa, Pirasol. Pirasol, der Name kommt daher, weil ein spanischer, vermögender Spanier ihrem, den Großvater ihres verstorbenen Mannes, das mitfinanziert hat, dieses Haus sowie auch die Papierfabrik. Sie ist jetzt die alleinige Erbin und es wird immer von Generation zu Generation weitervererbt. Auch die Ruth schmiedet eigene Pläne, was sich herausstellt, als gemunkelt wird, dass der lang verschollene Sohn von Gwendolyn wieder aufgetaucht sein soll. Sie war verheiratet mit Wilhelm, einem Nazi, der ihr auch die Leidenschaft zum Lesen verboten hat, etc. Sie immer das stille Mädchen genannt hatte. Sie sich das alles auch gefallen ließ. Sie selber kommt von einer Familie, die künstlerisch aktiv war und auch sozusagen auch gebildet waren und auch die Nazis wirklich auch suspekt betrachtet haben, als der Nationalsozialismus aufkam. Eine tolle Geschichte, die Spaß macht zu lesen. Man taucht ein in die Sprache von Frau Greller, weil es einfach kurze, knappe Erzählhappen sind, die wir hier lesen. Und die verschiedensten Erzählstränge verwirren keinesfalls, sondern man kriegt immer mehr Lust, sich zu versinken in diesen Text und immer mehr zu erfahren. Also ein Leseschatz, den ich doch vielen Lesern wünsche. Bis bald, Hauke Hader von der Buchhandlung Schmidt bzw. Leseschatz. Tschüss!